Sven, du warst ja bei der allerersten richtigen Show dabei, im Edelweiß noch. Das war ich, vor 25 Menschen. Lass es 26 gewesen sein. Ja, hast du eigentlich nochmal reingeschaut jetzt als Vorbereitung? Ja, ich habe mal geguckt, da war ja dieses, ihr Vater ist ein Nazi, habe ich da gespielt. Und da gucke ich so alle halbe Jahre mal, gibt es dann neue, bei YouTube neue Kommentare von Rechtsradikalen, die sich darüber aufregen. Gibt's denn, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, gab's so irgendwann mal. Das ist über eine Viertelmillion Mal angeguckt worden, dieses Ding. Das ist ja viel. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man bedenkt, was es für eine unglaublich unterirdische Qualität ist. Also jetzt nicht vom Song, sondern auch vom Song. Aber das stimmt, der Ton, der war echt... Ja, und das, ich meine, das war wirklich halt damals so mit so einer eBay-Kamera irgendwie aus der Hand. Aber naja, aber jedenfalls bist du wieder da. Wunderbar. Ich mag ja diese Sachen eigentlich am liebsten von dir, die so, wo man zwar auch lachen muss, aber es einem dann ganz schön stecken bleibt, weil auch sehr viel Trauriges, Melancholisches dabei ist. Ja, mit Lachen war ja jetzt eben nicht so dolle, ne? Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn man aber auf die Webseite geht, dann steht da der Fürst der guten Laune, ein Pressezitat. Und die Doofen in gut, die Ärzte in erwachsen. Du kommunizierst eigentlich diesen Teil, also jedenfalls, was ich so mitkriege, nicht so? Und auch als du beim Bundesvision Song Contest war, hast du ja auch eher so einen ganz knalligen, lustigen Song genommen. Bist du traurig nur als Nebenwirkung? Nee, ich bin in der Basis traurig, aber ich fühle mich auf Dauer unwohl, wenn ich auf der Bühne stehe und nur traurige Lieder singe. Deshalb muss da immer mal Albernheit rein. Und dann geht es mir auch besser, wenn ich in grinsende Gesichter gucke. Wenn die hin und wieder mal weinen, ist okay, aber nicht die ganze Zeit. Comic Relief, sagt man da ja so schön bei den Leuten, die Filme schreiben. Bei mir ist dann Sadness Relief. Also, ne, ich dachte gerade, dass du die Sadness wäre so die Basis und dann machst du so ein bisschen Zuckerguss von lustigen Sachen, damit die Leute da durchkommen. Verstehe. aber du bist natürlich schon stark beeinflusst von Komikern. Du sagst selber von der alten Schule eigentlich, also eher Loriot und Heinz Erhardt als die. Was fehlt dir an den Comedians von heute? Mir fehlt der Fernseher und ich sehe zu wenig von denen. Aber ich habe die Loriot komplett DVD-Sammlung, von daher ist das Einzige. Nee, also ich mag schon gerne auch lustige Filme gucken, aber dann eher so Animationskram, so South Park oder Family Guy und so. Das ist dann eher meine Welt als jetzt so wirklich Stand-Up-Comedians. Und ja, ansonsten, ja, über Loriot kann ich mich seit Jahrzehnten schon kaputt lachen. Also ist es auch so, dass es einfach so dein Jugend-Kindheitsding ist, was dich dann nicht mehr losgelassen hat? Nee, das gar nicht, weil ich erinnere mich noch, wie ich in Trassenheide 1988 oder so war im Kinderferienlager und dann hieß es, heute gehen wir alle ins Kino und dann kommt da Ödipussy von Loriot und ich glaube, niemand von uns hat überhaupt verstanden, was da überhaupt los war. Das kam dann doch erst ein bisschen später, dass ich gecheckt habe, was denn so genial an diesem Mann ist. Okay, cool. Du magst aber auch den Style, so, man sieht dich sehr viel so mit diesem, sagen wir mal, oldschool, eleganten Look. Ist das jetzt deine Rolle oder läufst du auch den ganzen Tag ganz normal so rum? Nee, also ich habe auch einen Schlafschlips. Was ist da drauf? Da ist eine Diddelmaus, die schläft. Ah ja, das ist ja ganz schön. Ja. Kann ich mir gerade sehr schön vorstellen. Schade, dass du den heute nicht mitgebracht hast. Vielleicht ist er ja hier drin. Wir haben ja für die zweite Hälfte haben wir ja so Geschenke mitgebracht. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn es ein Schlafschlips mit Diddelmaus wäre. Mal sehen. Das sei noch nicht verraten. Du hast dein aktuell erschienenes Album Ach im Wesentlichen ganz alleine eingespielt. Hatte das ökonomische oder künstlerische Gründe? Ich habe beides. Also das erste Album habe ich noch mit einem Produzententeam aus Flensburg zusammen gemacht. Und wir hatten auch vor, eigentlich noch eine weitere Platte zusammen zu machen. Aber auch, ja, und wir haben auch, das ist eine echt lange Geschichte. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde referieren über Plattenfirmen und wie man sich immer so, wie man irgendwann merkt, dass man sich so verbiegt beim Liederschreiben, wenn eine Major-Plattenfirma dahinter steckt und so. Würdest du im Rückblick sagen, dass die erste Platte, dass du dich da verbogen hattest? Nee, das überhaupt nicht, aber ich hatte halt mit diesem Produzenten zusammen ein paar Lieder geschrieben für die zweite Platte und ja, die wurden dann letztendlich nicht angenommen und ich bin total froh darüber, dass
Weil die sich verbogen, die dich verbogen hätten. Ja, also es waren jetzt nicht die Produzenten, die mich verbogen haben, also total super Typen, aber ich habe selber gemerkt, so ich will, dass jetzt hier diese Platte rauskommt und erfolgreich wird und so weiter. Und das ja, und irgendwann haben sich dann unsere Wege so getrennt oder ich habe das so in die Hand genommen und habe auch festgestellt, dass dieses Aufnehmen alleine, was ich eh schon seit Jahren mache, auch mit der Zeit immer besser geworden ist. Und ja, wozu brauche ich dann noch Leute, die da für mich am Regler drehen? Klingt auch gut. Hm. Ja. Cool. Wenn man sich so die Songs durchhört, ist doch relativ viel dabei, was so zurückblickt, Bilanz zieht. Ist es für dich tatsächlich auch so ein Konzeptalbum oder ist das Zufall oder kommt mir das nur so vor? Konzeptalbum ist jetzt, glaube ich, übertrieben, aber als so ein Haufen Lieder fertig waren, habe ich festgestellt, dass sehr viel ums Älterwerden geht und um Rückblick. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber fast jedes Lied handelt eigentlich davon. Von daher, Konzeptalbum, ja, wenn man will, zufällig. Ja, cool. Du machst ja mit Gotti, den wir jetzt auch schon öfters gesehen haben, der nachher auch noch einen großen Auftritt haben wird, zusammen schon ganz, ganz lang Musik, also auch schon bei den verschiedenen anderen Projekten. Und ihr macht eine Sache zusammen, die unfassbar lustig ist. Das ist eine Actionlesung mit dem Namen Tiere streicheln Menschen. Und auch ziemlich erfolgreich. Ist es denn, wie ist denn für dich so die Priorität? Ist es so ein Nebenprojekt, wo du sagst, naja, ab und zu macht das Spaß, aber eigentlich geht es mir um meine eigene Musik? Oder kannst du dir auch vorstellen, da irgendwie, dass das dir noch wichtiger wird? Oder wie priorisierst du das so zwischen den Projekten? Also ich sehe mich in erster Linie natürlich als Musiker, der aber natürlich... Bist du ja eigentlich auch innerhalb von der Show. Genau, und deshalb kommt sich das auch gar nicht in die Quere. Klar, ich singe durchaus da alberne Lieder, die ich vielleicht auch nicht unbedingt aufs eigene Album packen würde, aber ja, das kommt sich auf jeden Fall überhaupt nicht in die Quere und ich bin quantitativ mehr mit Gotti, mit Tiere streicheln Menschen unterwegs, als ich eigene Konzerte gebe und das ist auch ein großer Spaß, also... Mir fehlt da jetzt auch nicht viel. Machst du denn dann dafür jetzt speziell auch ein ganz anderes Programm von deinen Liedern oder singst du schon so deine standardnormalen Lieder auch bei Tiere streicheln Menschen? Es ist immer so Hälfte, Hälfte. So die eine Hälfte ist, also dieses Haar aus deinem Gesicht ist tatsächlich dafür geschrieben worden, aber ist dann auch auf meiner Platte gelandet. Und befruchtet ist so sich gegenseitig. Genau. So. Ja, cool. Das Gute ist, wir machen es ja monatlich hier in Berlin und mein Ziel ist es, jedes Mal, jeden Monat zwei neue Lieder zu haben. Wow. Das ist anstrengend, aber... Das schaffst du? Meistens, ja. Cool. Manchmal kommt auch unheimliche Scheiße bei raus, aber die muss ja dann nur einmal aufgeführt werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Gute beim Schreiben, wenn diese Hürde nicht so hoch ist. Ich schreibe zum Beispiel noch sehr viel langsamer als du, extrem langsamer. Und ich bin aber manchmal auf so einem Kinderzeltlager gewesen. Und da hatte ich dann so den Job, dann jeden Morgen irgendwie ein Theaterstück weiterzuführen und dann auch was dazu zu singen. Und das war für mich dermaßen heilsam. Eben genau, dass man sagt, wenn das jetzt ein Mist wird, ist das, dann singen die das einmal und finden es doof und denken nie wieder dran. Wenn es aber gut wird, dann hat man natürlich trotzdem alle Möglichkeiten damit zu machen. Sehr schlauer Trick. Ja, ja.